Nachdem die Entwickler erst vor kurzem geteilt haben, dass es bald ein neues Set für The Sims 4 geben wird, wurde gestern Abend das neue The Sims 4 Industrieloft-Set angekündigt. Mehr dazu in diesem Video. Wer gestern Abend auf dem Twitter-Account der Sims unterwegs war, wird eventuell die Ankündigung des neuen Industrieloft-Sets mitbekommen haben. Für alle, die noch nichts von dem neuen Set für The Sims 4 gehört haben, gibt es hier nochmal alle wichtigen Infos. Mit dem neuen Set, welches morgen den 26. August um 19 Uhr für PC, Mac und Konsolen erscheinen wird, erhalten insgesamt 26 neue Objekte für den Baumodus Einzug ins Spiel. Wie von den Entwicklern verraten wurde, sind die Objekte vom Stil an die umgestalteten Lagerhäuser von Brooklyn in New York angelehnt. Ebenfalls wurde beim Stil auf metallische Belüftungen, Holz- und Stahlrahmen und Beleuchtungselemente für eine behagliche und warme Atmosphäre gesetzt. Wenn ihr euch genau dafür interessiert, wie viele Objekte eigentlich in diesem Set vorhanden sind, habt ihr Glück. Eine Übersicht der 26 neuen Objekte wurde nämlich ebenfalls geleakt, welche ihr hier sehen könnt. Ein ganzes Haus kann man hiermit wohl leider wieder nicht einrichten, für ein schickes und modernes Wohnzimmer sollte das Pack aber reichen. Wenn ihr mehr Screenshots aus dem Spiel sehen wollt, haben verschiedene Gurus ebenfalls Screenshots mit einigen neuen Objekten aus dem Pack geteilt. Weiter wurde gestern Abend ein weiteres Update veröffentlicht, mit dem neben nur einem korrigierten Fehler mit sich teleportierenden Sims ebenfalls ein neues Objekt ins Spiel hinzugefügt wurde, dieses neue Wandgemälde. Vermutlich soll uns dieses ebenfalls auf das neue Set anheizen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr allgemein zu diesem sagt. Was denkt ihr zum neuen Industrieloft-Set? Gefallen euch die neuen Objekte? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.